So, hier sind wir vielleicht beim allerletzten Part. Da ist noch ein Pokéball, glaube ich. Aber wir gehen jetzt Richtung Endkampf. Und ich bin schon ganz aufgeregt, was mich hier erwarten wird. Dass natürlich das zweite Koraidon hier drin ist. Oh, menschliche Präsenz im Labor null erkannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass nur so eine Art Trugbild oder so ist. Ich weiß es nicht. Ich gucke nämlich schon so. Ruhemodus wird deaktiviert. Ich hab's gewusst. Aber leider, danke, dass du gekommen bist. Ah. Zurück mit dir! Das ist ein Meisterball gewesen, was ich in der Hand hatte. Dieses Pokémon ist weitaus aggressiver als das Exemplar, das du bei dir hast. Dein Koraidon ist aus Zone 0 geflohen, weil es einem Revierkampf verloren hat. Ich fürchte, es gibt da etwas, für das ich mich bei dir entschuldigen muss. Ich bin nicht die echte Professorin. Echte Professor Antiqua, ich hab's doch gewusst. Bin eine künstliche Intelligenz, die von der Professorin basierend auf ihrem Wissen und ihren Erinnerungen geschaffen wurde. Kurz gesagt, ich bin eine Maschine, die von einer KI gesteuert wird. Die echte Professorin, mein Original, ist bei dem Unfall in der Observationsstation 4 ums Leben gekommen. Oh, das sollte der Pepper aber nicht wissen. Das Pokémon trägt keine Schuld. Mein Original hat seine Stärke unterschätzt. Die Professorin wollte Koraidon um jeden Preis schützen. Sie wollte, dass es ein glückliches Leben führen kann. Deshalb opferte sie sich selbst. Schon vom Augenblick an, als Direktor Clavel uns auf meinen Wunsch hin bekannt machte, sprachst du mit mir, Antiquas KI. Leila, bitte höre mir aufmerksam zu. Ich habe dich nach Zone 0 gebeten, weil ich dich um einen letzten Gefallen bitten möchte. Es geht um Folgendes. Ich will, dass du die Zeitmaschine abhaltest, die von meinem Original geschaffen wurde. Deine Frage werde ich im Fahrstuhl beantworten. Folge mir bitte. Ja, Pepper hat seine Mom verloren, ja. Das ist sehr, sehr. Das sollte er aber erstmal nicht erfahren. Erstmal, bis das hier vorbei ist. Was noch auf mich zukommt. Energiekapsel. Eine Kapsel voll Energie. Gibt man es einem Pokémon? Okay. Gibt hier noch irgendwas in der Richtung? Nee. Ah, hier gibt es nochmal ein Bett. Wo man sich nochmal ausruhen kann. Das machen wir nochmal. Nach den Kämpfen. Ich kann am besten noch mal ab. Wir bewegen uns nach unten. Steigt bitte ein. Es ist eine große Erleichterung für mich, dass du gekommen bist, Leila. Ich werde alle deine Fragen beantworten. Was möchtest du wissen? Eine KI ist eine von menschlich geschaffene künstliche Intelligenz. Meine Gedanken sowie Handlungen werden basierend auf dem Wissen und den Erinnerungen meines Originals berechnet. Diese Berechnungen sind es, was diesen mechanischen Körper, der Professorin nachgebildet wurde, steuert. Der derzeitige Stand der Wissenschaft erlaubt es der Menschheit eigentlich noch nicht, eine solch fortgeschrittene KI-Technologie zu schaffen. Doch die Kristalle hier im Labor null ermöglichen es. Das bedeutet allerdings, dass ich diese Einrichtungen nicht verlassen kann. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Wie bereits gesagt, mein Original existiert nicht mehr.
Der Körper der Professorin wurde bei einem Unfall in der Observationsstation beschädigt und war nicht länger in der Lage, lebensnotwendige Funktionen aufrechtzuerhalten. Diese Tatsache wird für ihren Sohn Pepper sicherlich nicht leicht zu akzeptieren sein. Anstelle meines Originals bin ich nun für die Leitung und Instandhaltung des Labors 0 zuständig. Möchtest du noch was anderes fragen? Na, der arme Pepper. Tut mir echt leid, man hatte die Verwüstung in der vierten Observationsstation gesehen. Die Zeitmaschine ist ein Gerät, an dem mein Original und ich gemeinsam gearbeitet haben. Mit ihr ist es möglich, Pokébälle in ein anderes Zeitalter zu schicken, um dort Pokémon zu fangen und sie in die Gegenwart zu transportieren. Professor Antiqua war zu Lebenszeiten stets von Pokémon aus anderen Zeitaltern fasziniert, insbesondere von Pokémon aus der Vergangenheit. Auch jetzt ist die Zeitmaschine noch aktiv und holt weiter automatisch Pokémon aus der Vergangenheit zu uns in die Gegenwart. Möchtest du noch etwas anderes fragen? Mein Original träumte von einer Welt, in der Pokémon aus der Vergangenheit und Pokémon aus der Gegenwart im Einklang leben. Doch die primitive Urkraft, die die Wesen aus der fernen Vergangenheit innewohnt, ist zu brutal, um kontrolliert zu bleiben. Ihre bloße Existenz hier zerstört die Ökosysteme der Gegenwart. Die Haltung meines Originals dazu war, dass auch das der Lauf der Natur sei. Fürs Erste hält die Barriere um Zone 0 die Pokémon aus der Vergangenheit in Schach und lässt sie nicht in den Rest Paldeas aufdringen. Aber nun sind Pokémon wie Riesenzahn erschienen, die imstande sind, die Barriere zu durchbrechen. Die Mauern von Zone 0 werden nicht ewig halten. Früher oder später werden die Pokémon ausbrechen und in den Paldea einfallen. Und das würde die Vernichtung von unzähligen Habitaten und Ökosystemen nach sich ziehen. Ich mag zwar nur als ein Abbild meines Originals geschaffen worden sein, doch ich halte es für unlogisch, eine solche Tragödie einfach geschehen zu lassen. Um all das zu verhindern, ist es allerdings nötig, die fortgeschrittene KI zu bezwingen, welche die Professorin je entwickelt hat. Leila, ich weiß, wie stark du bist. Bitte setze deine Kraft ein, um den Traum der Professorin zu zerstören. Ich danke dir. Wir sind im untersten Stockwerk angekommen. So, jetzt sind wir ein ganzes Stück nach unten gefahren. Mit dem Fahrstuhl. Hier wird wohl wahrscheinlich der Endkampf stattfinden. Kann man auch sowas erschaffen? Schau nur, das ist sie. Das ist die Zeitmaschine, die wir mit der Energie der Terrakristallisierung perfektioniert haben. Um die Zeitmaschine zu deaktivieren, benötigst du das Kamesin-Buch, in das die ID der Professorin eingebunden ist. Es sieht ihr ähnlich, diesen letzten Schlüssel in das Buch zu integrieren, das ihr schon seit ihrer Kindheit so viel bedeutete. Wenn du das Kamesin-Buch auf den Sockel platzierst, kannst du also die Zeitmaschine anhalten. Allerdings gibt es da ein Problem. Sobald du versuchst, die Maschine abzuschalten, werde ich dich vermutlich angreifen. Da ich letztendlich eine KI bin, wird das Programm meinen Willen überschreiben. Dadurch werde ich zu nichts weiter als einem Kampfroboter, der nur dafür existiert, Eindringlinge zu beseitigen. Mein Kampfprogramm basiert auf analysierten Daten aller Kämpfe, die von den Champs Paldeas ausgetragen wurden. Eine praktisch unbesiegbare KI. Doch ich glaube daran, dass du durch die starken Bande zu deinem Pokémon siegreich sein wirst. Platziere das Kamesin-Buch auf den Sockel, sobald du bereit für den Kampf bist. Oh mein Gott. Warum macht man die KI jetzt nicht schon weg, wenn sie noch freundlich ist? Original, die von Christopher's Eintrag anerkannt. So Verabschiedung der Zeitmaschine. Bitte warten. Thank you.
Du weißt, was zu tun ist, leider. Bitte besiege mich! Ein Traum. Nein, nein. Müssen entfernt werden. Oha. Das sieht nach einem Feuer-Pokémon aus. Du bist Siravan. Jegliche Störenfriede müssen entfernt werden. Der Kriechflügel. Das ist ein Feuer-Pokémon. Ich weiß es nicht. Sind auch 6 Pokémon. What the heck? Das Gehirn eines Menschen ist meiner taktischen Datenbank jeder Hinsicht unterlegen. Wow. Führe die Macht der Antike überwältigend, findest du nicht? Alter, das hat Level 78 und das hat nichts zu... Brüllschwein. So, ich würde sagen, wir gehen mal in den... Wir heilen mal das Pokémon wieder. Tschüss mit dir, Brüllschweif. Das war's. Ein Fehler ist abgetreten. Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer wird neu berechnet wahrscheinlich. Soll das heißen? Flatterhaar. Bleib mal drin. Und einfach mal den Ball fallen lässt. So ganz lässig. Dich habe ich ja auch schon bereits besiegt. So, einen Top-Trank. Donnerblitz, nein! So, Maskagato brauche ich wieder. Hallo Kali, willkommen zum großen Finale. Oh, er hat auch noch Feuerattacke. Was? Magieflamme. So, es wird mal Zeit, was zu tun. Nachti!
Und tschüss mit dir. Flatter! Sandfell ist das nächste Pokémon. Sandfell. Das hört sich für mich an, als ob das... Ich würde gerne mal den Dragoran gerne mal benutzen. Los, Dragoran! Wow! Die Form kenne ich von dem Pokémon gar nicht. Aber wir nehmen mal Donner. Donner wird bestimmt gut sein. Juwelenkraft! Zeig der Maschine mal. Hast du da keine Wirkung auf den Gegner? Ernsthaft? Das ist bitter. Machen wir mal Surfer. Mal gucken, wie... Ja, wie oft kann der noch schlagen? Reicht's aber. Ja. Faszinierend. Du kennst die Schwächen eines Pokémon aus der Vergangenheit. So, jetzt brauche ich aber wirklich mal einen Top-Trank, meinen Dragoran. Dass Donner nichts bringt, wundert mich. Die Lichtkanone ist nicht so effektiv. Surfer. Juwelenkraft zieht schon mehr meinem Dragoran ab. Und tschüss, Sandfell. Wutpilz, ja komm, Wutpilz ist ja jetzt ehrlich kein so ein starkes Pokémon. Da ist doch eigentlich Feuer. Orkan ist sehr effektiv. Orkan. Hat verfehlt oder was? Oh mein Gott. Geschlagen, das klingt gut. Probieren wir nochmal Orkan. Ich hab gesagt, Orkan trifft selten. Hat aber getroffen. Angriff von Dragoran steigt. Donner ist nicht sehr effektiv. Surfer auch nicht. Machen wir mal Surfer auf. Und Dragoran macht das. Alle Pokémon habe ich bereits noch. Donnersichel. Da müsste ich eigentlich wieder Pflanzen-Pokémon nehmen. Also mich hört das an, als ob das so ein Elektro-Pokémon ist. Der letzte Kampf in diesem Spiel. Alles läuft nach meinen Berechnungen. Deine Chance auf einen Sieg liegt bei 0. Das werden wir noch sehen. Wow, das sieht cool aus. Dem Pokémon habe ich jetzt schon richtig Angst, muss ich sagen. Blättersturm. Wir nehmen mal die Terrakristallisierung jetzt. Also da habe ich direkt ein bisschen Schiss vor diesem Flug-Pokémon.
vertraue dir, Maskagat. Maskagat, dass du das schaffst. Oha, da macht er schon die Hälfte meines Schadens. Ey, brutal. Ich glaube, das war ein Fehler. Na toll. Welches Pokémon ist gegen das effektiv? Eigentlich müsste ich Dragoran nehmen. Dragoran ist ein Drachen-Pokémon. Das ist ja auch. Dann müsste Dragoran normalerweise es besiegen können. What the heck? Dachte, es wäre schwach, weil das ein Drachen-Pokémon ist. Das ist ja jetzt echt ein bisschen mies. Steinkante. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir nehmen mal Donner. Meine Fresse! Welches Pokémon ist gut gegen das? Das ist eine gute Frage. Level 80. Ich habe kein Feen-Pokémon. Das ist das Problem. Ab jetzt, Donnersichel, du regst mich auf. Meine Güte, ey. Nein, unmöglich! Hat keine Terra-Kristallisierung? Was? Aber eins fehlt ja noch. Oh je. Layla. Was in aller Welt ist das? Und hast du alle starken Gegner gefunden und besiegt? Du! Wer oder was bist du? Vielen Dank. Die Zeitmaschine ist gestoppt. Und somit auch ihr Traum. Mama, nein, das kann nicht sein. Oh, du bist so erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, mein... Entschuldige, dass du so lange alleine... Alleine... Help! Mama! Anomalie im Sicherheitssystem erkannt! Anomalie im Sicherheitssystem erkannt! Zeitmaschine ist in Gefahr! Zeitmaschine ist in Gefahr! Oh nein, was passiert hier? Jetzt komm, etwa noch eine Armee aus Pokémon? Das kann nicht sein. Eine Funktionsstörung der Zeitmaschine wurde festgestellt. Paradies-Schutzprotokoll wird ausgeführt, um die Störung zu beseitigen. Was? Wie weit ist die Professorin gegangen, um die Deaktivierung der Zeitmaschine zu stoppen? Alle Pokébälle, die nicht Professor Antikas ID aufweisen, werden gesperrt. Wie? Was soll das heißen? Programm wird initialisiert. Verzeiht, Kinder.
Das ist zu viel für euch. Lauft! Oh oh. Handyschutzprotokoll ist aktiviert. Alle Störungen werden eliminiert. Die Anzwinker-KI fordert dich heraus. Der Paradiesschutzprotokoll fordert dich heraus. Das Paradiesschutzprotokoll ist Poraidon. Oh fuck. Es funktioniert nicht. Poraidon, Wächter des... Ohne Pokémon auf dem Kampffeld kannst du nicht kämpfen. Hey, mein Pokéball geht nicht auf. So kann ich kämpfen. So kann ich nicht kämpfen. So. Bleibt denn nur das Poraidon übrig? Es will jetzt kämpfen und sich rächen. Es gibt eine Revanche. Zeig, was du kannst, Koraidon. Und erobere dein Revier zurück. Immerhin hast du die ganzen Geheimgewürze gegessen, die dich normalerweise mega stark machen müssten. Und es entfaltet seine ganze Energie. Und in voller Pracht. Und es ist jetzt auch bereit für den finalen Kampf gegen seinen Artgenossen. Orekalkompuls von Koraidon wirkt. Wie, man kann nicht verlieren gegen den Wächter, oder was? Kollisionskurs. Oh mein Gott, zieht das wenig ab. Es hat seine Kampfform angenommen. Los, du schaffst das, Koraidon. Du wirst in meinem Paradies dein Ende finden, ohne irgendetwas erreicht zu haben. Er zieht mir aber mehr ab. Bam! Ich dulde es nicht, dass du mein Paradies zerstörst. Alle Störungen werden eliminiert. Auf Kollisionskurs. Bam. Das sieht gar nicht gut aus. Lass dich nicht unterkriegen, Leila. Mein Sieg ist unausweichlich. Deine Überreste werden als Fundament meines Traums dienen. Was? Dachte, man kann nicht verlieren. Gut durchgehalten, weiter so. Wenn jemand es schafft, dann du garantiert. Das gibt's doch nicht. Wenn das so weitergeht, schaffen wir das nie. Hey, bildet mir das nur ein oder leuchtet der Teilkristall auf von Leila?
Leila, komm heute und setz dich halt das alles in rein und macht sie fertig. Oha, alles stark von ihm. Der Kristallisierung, vorhin noch Wächter des Paradieses. Jetzt müsste ich richtig Schaden machen. Ja. Flammenwurf! Versuche, mit der Teilkristallisierung einen Schwachpunkt zu erzeugen. Du schaffst das! Aber mal Terra-Ausbruch. Was ist Terra-Ausbruch? Boah, das war heftig. Moreno wurde besiegt. Wer ist der Meister jetzt hier? Ah! Du besiegst das Paradiesschutzprotokoll. Du hast es geschafft. Ist alles wieder unter Kontrolle? Das war fantastisch, einfach fantastisch. Wer hätte gedacht, dass ihr sogar den letzten Schutzmaßnahmen meines Originals trotzen würdet? Bist du wieder normal? Ja, dieses Ergebnis hatte nicht einmal die ausgefeilteste KI vorhersagen können. Aber ihr habt euch selbst im Angesicht der Verzweiflung nicht beirren lassen. Ihr habt den Mut, fest an eure Freunde zu glauben und die Kraft, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und zu handeln, egal was für Schicksalsschläge ihr in der Vergangenheit erlebt habt. Den Pfad, den ihr eingeschlagen habt, werdet ihr erhobenen Hauptes beschreiten können. Dessen bin ich mir sicher. Danke, Leila. Ich danke euch allen, Kinder. Jedoch ist mir nun klar geworden, dass die Zeitmaschine nicht angehalten werden kann, solange ich hier bin. Offenbar bin ich ein integraler Bestandteil des Betriebssystems, der sie immer wieder neu startet. Was soll das jetzt heißen? Es tut mir leid. Euer Abenteuer von hier aus zu verfolgen hat mich sehr bewegt. Ja, eure Freiheit, darum habe ich euch zutiefst beneidet, was ihr als Freunde eng zusammengehalten und euch umeinander gekümmert habt. Wie ihr aus reiner Entschlossenheit, stärker zu werden, in jedem Kampf alles gegeben habt. Wie ihr euch selbst den größten Feinden gestellt habt, um die zu beschützen, die euch wichtig sind. Wie ihr unermüdlich nach eurem ganz eigenen Schatz gesucht und dafür gekämpft habt. Ja, und wie ihr auf diesem Schwingen durch die Lüfte gesegelt seid. Ich wünsche, ich könnte frei sein wie ihr und mich ungebunden auf die Suche nach einem ganz eigenen Schatz begeben. Ein Schatz? Ich bin ein Teil des Betriebssystems der Zeitmaschine. Das heißt, solange ich hier bin, lässt sie sich nicht deaktivieren. Deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich werde mit Hilfe der Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen, von der ich so lange geträumt habe. Was? Nein, doch nicht jetzt! Wo ihr euch doch gerade erst wiedergefunden habt. Es geht mir nicht nur darum, die Zeitmaschine zu stoppen. Ich sehne mich tatsächlich auch danach, diese ferne Vergangenheit mit eigenen Augen zu sehen. Dieses Gefühl tief in mir, dieses Kribbeln, ist das der Ruf des Abenteuers? Pepper, es tut mir leid, dass ich dir die Wahrheit so lange vorenthalten habe, da mir auch die Gefühle meines Originals innen wohnen. Weiß ich genau, wie sehr dich deine Mutter geliebt hat. Du kannst doch nicht! Was habe ich davon, sowas jetzt zu hören? Du hast recht, entschuldige. Pepper, Koraid und Leila, ich fürchte, jetzt heißt es Abschied nehmen. Mama! Lebt wohl, meine freien Abenteurer. Und viel Glück auf euren Reisen.
da verabschiedet sie sich. Die künstliche KI von Peppas Mama. Und wir haben es geschafft, das große Abenteuer. Und haben natürlich ein legendäres Pokémon gewonnen. Sie ist weg. Mama. Peppa, wie fühlst du dich? Irgendwie, ja. Irgendwie habe ich es schon gewusst. Auch wenn das Ding gerade nicht echt war. Als es meinen Namen mit ihrer Stimme und ihrem Gesicht gesagt hat. Da, ich meine, die Gefühle waren trotzdem echt. Irgendwie bin ich... Sorry, ich kann gerade nicht. Komm klar, ist okay. Hier war's. Koraidon, du bist auch traurig, was? Aber wow, das ist also deine Kampfform. Die ist ja sowas von stark. Der Wahnsinn. Komm in dieser riesigen Form bloß nicht zum Kuscheln an. Da wird man ja sonst zerquetscht. Ja, sieht so aus, als hätten Layla und Koraidon mal eben so ganz Paldea gerettet. Stimmt, vielen Dank, Layla. Das war eine sagenhafte Leistung. War klar, dass du die Sache in den Griff kriegen würdest. Pepper, die Professorin ist zwar nicht mehr bei uns, aber sie erlebt jetzt bestimmt lauter spannende Abenteuer in die Vergangenheit. Ja, danke, Cosima. Gerne und... Es tut mir leid. Was machen wir jetzt, Layla? Gehen wir nach Hause. Ja, das klingt gut. Es wird Zeit, dass wir alle nach Hause gehen. Das scheint wohl das große Ende gewesen zu sein. Vom Pokémon Karmesin bzw. Pokémon Purpur. Natürlich haben wir den Pokédex immer noch nicht voll. Aber dadurch werden jetzt neue Türen geöffnet, dass man an die alten Pokémon rankommen kann. Na, das lädt jetzt aber lang. Oh, Leute, ich hab die. Wo wir schon mal alle hier sind. Können wir uns auf dem Heimweg doch durch ein paar Abstecher machen. Ich glaube, ich bin gut. Zuallererst sollten wir uns ordentlich mit Snacks eindecken. Hey, Layla, das kannst du doch nicht. Jawohl, Koraidon. Ah, na gut, von mir aus. Ich komme ja schon. Er muss aufgemuntert werden. Die Tutorials von der Akademie, ja, die waren echt spannend. Kämpfe gegen alle Arenaleiter nochmal. Oh mein Gott, okay. Das wird nochmal ein Spaß, muss ich sagen. Gibt es nicht wie bei Smart oder so einen Spezialort? Mari sofort, erstmal das Ende hier. Ja, manchmal nochmal gegen alle Arena-Leiter dann das Akademie-Turnier, damit
du auch dann die 6-Sterne-Raids freischaltest. Okay. Gut zu wissen. Aber die Pfahle muss ich ja auch noch machen. Die Pfahle, die Leggis muss ich noch fangen. Ausziehen oder Push-Ups? Vielen Dank, geschätzte Freunde. Erstmal hier jetzt. Und das letzte Erinnerungsfoto und Ende. So, nochmal zum Pokémon. Story fand ich echt super, muss ich sagen. Details ein bisschen detaillos leider zum Teil, aber ja. So sieht das Ganze aus. Was kommt jetzt noch? Die folgenden Schüler werden um ihre Aufmerksamkeit bewegen. Lala, Nemila, Pepper und Cosima. Bitte begibt euch zum Büro des Direktors Glavel. Ich wiederhole bitte, begibt euch zum Büro von Direktor Glavel. So, wählst du Corinne mal im Hauptmenü aus, kannst du zwischen seiner Kampfform und seiner Reitform wechseln. Wie cool. So, hier speichern wir erstmal ab. So, das war's erstmal und beim nächsten Mal geht es weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen da und ich freue mich auf euch. Ich sag mal ciao.